Hallo und willkommen hier zur 19. Folge Transport Fever 2 auf der Bodensee-Map. Ja, ihr seht's schon unten, ich habe noch mal ein neues Gleispack runtergeladen, weil ich dachte, gut, hier geht's bis 600 hoch, aber ist ja egal. Weil ich dachte, da haben wir noch mal ein paar mehr Geschwindigkeiten. Ja, wir probieren das einfach mal. Das gibt's auch immer in doppelter Ausführung mit alten Gleisen und mit neuen Gleisen, einfach für die Optik. Ist natürlich hier alles, was wir vorher gebaut haben. Naja, egal. Das kann ich vielleicht mal offscreen machen. Ja, was ist der Plan? Ich würde sagen, wir gucken mal hier hinten. Hier hatten wir ja, glaube ich, alles schon fertig gemacht, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Wo ist denn hier der Zug? Da hinten fährt er, genau. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, fährt hier auch bloß in Zug. Aber wir haben jede Menge Passagiere auf jeden Fall. Das ist sehr schön. Also die Fluglinie wird uns richtig Geld bescheren. Wie sieht es denn hier hinten aus? Ah, ich würde sagen, wir machen einfach mal einen coolen Mitflug mit der 747 hier. Das ist doch mal ganz schön. In der Zeit können wir ein bisschen Geld noch sammeln. Das haben wir nämlich noch gar nicht gemacht. Sehr, sehr cool. Deutlich schneller unterwegs. Jetzt haben wir mal den Überflug über unsere Map. Dann würde ich sagen, setzen wir hier auch eine zweite 747 ein. Mal gucken, ob wir da welche ein bestehendes Flugzeug ersetzen. Von unseren Steinen, von unserem Steinzug. Ich glaube, das war einer der ersten Güterzüge, die wir gebaut haben. Müsste auch, denke ich mal, langsam Gas geben. Genau, jetzt kommt der Stoff. So sieht das immer relativ ganz nett. Da unten sehen wir unsere Schiffe, wie sie hin und her fahren. Das ist sehr gut, wirklich, finde ich. Also, treffen sich relativ auf halber Strecke. So, jetzt fliegen wir schon mit 500 km/h. Was, und jetzt wird er schon wieder langsamer. Ey, ey, ey. Also noch so weit weg. Naja, gut. Da hinten ist der Flughafen, man sieht ihn schon. Hinten in der Mitte. Sehr, sehr schön. Gucken wir mal, wie die Landung aussieht und dann. Und dann würde ich sagen, bauen wir die nächste Strecke. Unten ist der Schatten. Geht abwärts. Letzter Landung. Fahrwerk ist ausgefahren. Sehr cool gemacht. Und da sind wir gelandet. Sehr schön. So, ich würde sagen, wie viele warten jetzt hier mittlerweile? Genau, 204 Fahrzeuge verwalten. Dann nehmen wir einfach mal die 4. Also setzen. Groß. Das British Airways haben wir. Nehmen wir eine Luft. Ah, nein, wir haben nicht so viel Geld. Okay. Nee, dann bleibt. Dann bleibt. Dann gucken
Gucken wir jetzt einfach mal, wie viel Geld die uns beschert. Bin mal gespannt und. Gar nicht hingeguckt, verdammt. Aber auf jeden Fall reichlich. Naja, gut. Egal. Hab ich das ausgestellt? Einnahmen? Nö, Einnahmen müssten eigentlich angezeigt werden. Da krieg ich 3 Millionen. Aber wir warten mal kurz und dann schicken wir den auch wieder los. Aber dass hier ein bisschen Zeitversatz drin ist, würde ich sagen, die einmal fliegen. Oh, jetzt kommt der los. Und dann kann der noch los. Sehr schön. Gut. Wie sieht's hier aus? Plus, ich weiß auch nicht. Also meine Nahverkehr macht irgendwie immer Minus. Noch kein Nahverkehr, der Plus gemacht hat. Ah ja, was soll's. Was soll's. Gut, mein Plan war es jetzt, dass wir hier eventuell die Linie weiterführen. Wohl auch noch eine andere Überlegung war, dass wir hier die Stadt anschließen ans Netz. Das würde ich einfach nur hier über eine kleine, ich sag jetzt mal, eine kleine S-Bahn machen. Ich denke mal, dass 11 Millionen kriegen wir. Okay, 1x 747 sind 11 Millionen. Das könnten wir vielleicht, wenn wir hier... Das machen wir aus, das wollen wir nicht. Kommen wir hier direkt runter? Ah, okay, das ist so hoch. Da ist natürlich jetzt der Flughafen im Weg. Und hier so rum. Machen wir das so. Ah, nee, das wollen wir jetzt nicht. Zumindest nicht so tief führen. So. So. Gleich in kleinen Schritten. Warum ging das gerade nicht? Ach Mensch. So, wir wollen das einmal so und einmal so. Jetzt brauchen wir hier die Straße nochmal. Stadt. Passt doch. Perfekt. Super. So, wo müssen wir denn hin? Wir müssen da hoch. Ich will das mit Absicht eigentlich nicht über den Bahnhof hier machen, sondern extra. Hier nochmal einen schönen kleinen Bahnhof in die Mitte gesetzt. Könnte man hier, na gut, nee, hier ist S-Bahn schon. Oder mal gucken, wie wir das dann weiterführen können. Na, wir haben noch so viele Städte, die wir ans Netz bringen müssen. Das ist, aber hier könnte man hier so fortführen. Hier immer durch den Tunnel und hier dann Endstation. Dann hier vielleicht noch. Ah, wir gucken mal. Wir gucken mal. Auf jeden Fall müssen wir jetzt erstmal hier hin. So, wo setzen wir den hier am besten hin? Gebäude. Sollte nochmal ein kleinerer Bahnhof werden. Mit einem Gleis. Hochgeschwindigkeit natürlich.
Maus verrissen. Sitzt man hier direkt. Direkt ans Wasser. Könnte man eigentlich einen Kopfbahnhof nehmen. Fällt mir gerade so auf. So, wo stehen sie denn? Ey, alles Stau. Alles Stau. ja, ich denke mal, da wird jetzt hier den Kreisverkehr auch nicht machen, aber wir probieren es trotzdem einfach mal. Gucken wir mal, ob das was bringt. Ich glaube es aber eher nicht. Aber vielleicht ja zumindest ein bisschen. Straßen. Das ist außerorts. Naja, zweispurig. Ja, das ist schade, hätte ich gerne auch. Muss auch mal gucken, ob wir das vielleicht auch noch anders hinkriegen. Gucken wir mal, ob das was bringt. Mal Tool. So. Nein. Nochmal. Oh, so. Gut, machen wir weiter. Gucken wir, ob ein bisschen der Verkehr wenigstens fließt. Aber es sieht nicht so aus. Gebäude, Straßen. Kann ja die auch so rum ransitzen. So, perfekt. So, dann machen wir hier, machen wir der ganze Spaß dreispurig. Ist er noch nicht dreispurig? Jetzt. Ich bin echt gespannt, muss ich sagen. Also, ich bin echt, echt gespannt. So, wo hängt es denn jetzt noch? Sollten wir hier auch einfach eine Brücke bauen? Ja, das bringt halt nichts. Wir müssen. Es nützt nichts. Wir müssen den Verkehr hier zum Fließen bringen, einfach damit wir in der anderen Stadt dann vernünftig eine Buslinie bauen können. Ja, das ist wieder eine Brücke ohne Pfeiler. Bin ich mal gespannt, ob es was bringt. So, was haben wir denn hier? Öl, Treibstoff. Und die Industrie noch ran, Öl zu Treibstoff. Gut, perfekt. Der Verkehr rollt und hoffentlich rollt er auch besser.
Gucken, ob er abfließt. Bin ich gespannt, aber es sieht auf jeden Fall schon mal ein bisschen freundlich aus hier. Na, mal gucken. Gut, wir müssen da hinten lang. Also hier um den Berg rum würde ich das bauen. 120er Strecke hat man gesagt. Und erstmal das Innere. Genau, hier so rum. Bauen wir es erstmal so. So, was kommt denn hier dann? Achso, hier ist ja noch ein Berg. War ja doch ein Tunnel. Dann machen wir das so, wenigstens mit 90. Dann geht es hier in den Tunnel. Da müssen wir wieder rauskommen. Da hinten müssen wir wieder rauskommen. Durch. Ach so, das mit den Tunneln würde ich ja noch, mit den gläsernen Tunneln, das muss ich ja noch finden. Kommen wir noch raus. Oh, das ist aber sehr, das ist ja quasi eine Tunnelstrecke. Aber warum denn nicht? Auch mal ganz nett. Anders lässt sich das einfach nicht bewerkstelligen. So. Dann Signale. Machen wir hier Signale nochmal hin. Sehr schön, wir haben neue Waren. Und so. Perfekt. Dann würde ich sagen, eine neue Linie. Von hier nach da. Zweigleisig, sehr schön. Und dann ist das S. Feldkirch. Lustenau. An dem Po hätten wir nur hier hinten. Boah, ist doch nicht schlimm, können wir eigentlich nehmen. Und das würde ich auch wieder mit einer S-Bahn direkt machen. Stadler, nee. Reicht eigentlich aus hier mit 60. Kann man ruhig dann im Zweifel ein oder zwei mehr auf die Linie machen. Funktioniert sehr schön. Sind hier denn ein paar sind schon drin, aber wir machen natürlich trotzdem Bus. So. Tramgleis, nein, wir machen Bus. Straße, Stadt, ich mache natürlich eine große Straße hin. Sehr gut. So, perfekt, Gebäude und jetzt kann das hier ran. Dann geht's weiter. Wo lassen wir anhalten? Einmal hier. Dann einmal da. Einmal da. Dann einmal noch hier und einmal da so.
So, sehr schön. 1 kommt auf die 1. 4 kommt auf die 2. 8 kommt auf die 4. Und 12 kommt auf die 5. Und dann ist das Busfeldkirch. Da brauchen wir natürlich auch ein Depot. Nehmen wir wieder das Schöne. Da setzen wir hier am Rand. Dann setzen wir es lieber hier am Rand. Und was nehmen wir für Busse? Wir nehmen natürlich wieder modernere. Ein davon, ein davon, ein davon und ein davon. Fahrzeug verwalten. Sehr schön, wir haben auch schon die ersten Fahrgäste. Das ist sehr schön. So, was haben wir hier für Zustand? Ja gut, das ist klar. Fahrzeuge verwalten. Gucken, ob es was bringt. Hier machen wir das gleiche genauso. Aber da sollte doch dann eigentlich der Zustand besser werden, oder sehe ich das falsch? Da müssen wir mal gucken. Wenn nicht, müssen wir die ersetzen. So, wie viele haben wir jetzt? 24 Leute sitzen schon da. Und wo ist der Zug? Na gut, der kann natürlich überall sein. Mal weiß, was mir gerade auffällt. Der kommt doch hier gar nicht auf die Strecke. Da müssen wir das nochmal umbauen. Gleise. Hier so drüben hin. Und dann würde ich den nämlich hier noch einmal ja, dann müssen wir den nochmal verkaufen. Fertig. Dann ist es halt so. Bevor sie jetzt hier die Züge stauen, die stauen sie nämlich schon. Pause nochmal. So, nochmal neu. Welchen hatten wir hier? Den. Oder nehmen wir mal einen roten? Einen blauen meine ich? Nee, nehmen wir nicht. Nee, nehmen wir nicht. Halten wir auch mal an. Der hat noch eine weite Strecke vor sich. Ja, aber ich würde sagen, das mache ich jetzt noch schnell, dass dann die Züge hier wieder ein bisschen sortieren. Und dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Wenn ihr das ganze Let's Play noch nicht gesehen habt, dann schaut doch gerne unten rechts mal vorbei, da verlinke ich euch die Playlist. Ansonsten unten links ein Video, was YouTube euch vorschlägt, schaut doch da gerne mal rein. Und wenn ihr auch in Zukunft nichts mehr verpassen wollt, dann abonniert doch den Kanal. Das würde mich sehr freuen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.